Ja, hallo meine lieben YouTuber und herzlich willkommen zu Let's Play DayZ. Ja, ich hatte gerade eben schon mal versucht aufzunehmen und ich gehe so nach Elektro rein, so ganz vorsichtig, ich mache eine Tür auf, steht da einer mit einem Vier, knallt mich ab, tot. Ja, und ich wollte euch das jetzt einfach nicht wieder zeigen, wie ich hier hinrenne, deswegen, ich habe in Kamishovo die Jacke gefunden, den Schulrucksack gefunden und sonst hier die Axt halt und noch 20 Munition. Das ist gut, weil die SKS findet man ja ziemlich oft. Und jetzt ganz, ich laufe jetzt hier relativ vorsichtig durch Elektro. Schön geduckt. Gehe ich ins erste Haus. Und der Server ist, naja, voll so um die 23 Spieler, schätze ich mal. Jo, und ich bin gerade auch auf dem besten Weg. Ich bin auch gerade auf dem besten Weg zurück. Und ich mache auch immer die Türen hinter mir zu, damit keiner auf die Idee kommt, dass jemand hier ist. Und ich habe Munition gefunden, und zwar für die Revolver. Das ist gut. Nice. Scheiße, stimmt ja, deine Magnum ist dann auch weg. Ey. Die ist doch schon lange weg. Ich weiß, ist trotzdem, ey. Ich durfte die Magnum nicht einmal einsetzen. Okay, ich würde mal sagen, wir halten uns nicht allzu lange in den Kleinhäusern auf. Und ich habe jetzt schon richtig Angst hier, weil ich habe einfach keine Lust, jetzt gleich wieder von neu anzufahren. Dann fuckt es langsam auch ab. Ja, ja. War das gerade ein Schuss? Ne, das war kein Schuss, das war irgendwas anderes. Alter, ich habe Angst. Das ist schon voll die Paranoia. Ja, da war gerade so ein Funken gewesen, aber das war einer von diesen komischen Pollen oder was das ist, die da immer rumfliegen. Da schießt jemand. Ne. Doch. Auf dich? Ja, ich bin disconnected. Ach Junge, du Lappen. Was bist du denn für einer? Junge, der ist in der M4 und ich hatte keine Ahnung, wo der war. Hier waren 1000 Häuser. Ja und? Stirbst du eben auch? Das ist nun mal so. Ich weiß. Also connecte gefälligst wieder. Ja, ich bin dabei. Da ist ein Brunnen, Alter, wenn ich jetzt abgeknallt werde, ich bitte. Trink. Hydrated, weg hier. Oh, my friend. Okay. Also hier sind manchmal schon die Türen offen. Und hier liegt 40 Sekunden, toll. Wenigstens bin ich nicht mehr durstig, sondern hungrig nur noch. Ach, Kind. Ich gehe mal in die Ego, da sehe ich besser, ob jemand da steht oder sonst was. Jo. Also im Krankenhaus sieht nicht so aus, oder was das da hinten ist. Ob da jemand ist. Und in das Haus, wo ich jetzt gleich reinrenne, hier rechts direkt, mache ich die Tür auf, zack, bin ich tot. Vielleicht klappt es ja diesmal wieder. Kann sein. Jetzt geh auf. 8 Sekunden. Nein, aber liegt ein Bauarbeiterhelm, aber ich behalte mal lieber meine coole Mütze. Komm, du packst das schon. Renn einfach direkt irgendwo hin, wo er dich nicht sieht. Mach ich gerade. Ich renn irgendwo in die Pampa und der Server ist bei mir am Abkacken. Ist der immer am Anfang, komischerweise. Boah, Alter, so allein durch Elektro. Ich krieg schon wieder voll die Angst. Okay, ich drehe mich jetzt um. Ich wechsle mal eben mein Mützchen. So, jetzt habe ich das Mützchen. Da hat jemand die Verbindung verloren. Ja, Spieler Lyons. Gut, ich sehe da aber auch niemanden. Was ist das? Hey! Diese Militärbasis mit den Zelten ist das hier. Nice. Ja. Ihr könnt euch ja wahrscheinlich alle noch... Junge, was machst du da für eine Scheiße? Geh da rein. Geh nicht da rein. Jetzt ist die Tür auch schon offen. Ich hab Schiss. Ich hab echt Schiss. Wow, nein. Hey. Junge. Hey, I'm friendly. I'm friendly. Really. Really, I'm friendly. I'm friendly.
Lass mich raten, gleich kommt es wieder. Ich bin tot. Ach Junge. Steh doch auf. Do you have something to eat for me? Maybe. Oder kannst du Deutsch? Ey, der hat mir was zu essen gegeben. Alter, und der hat eine Knarre. Danke. Thank you so much. Da haben zwei Leute die Verbindung verloren. Alter, wo ist nochmal die Hände nach oben machen? Auf F2? Kein Plan. Probier aus. Ich hab den Wiggle Dance gemacht. Okay, der war nett, obwohl der eine SKS hatte. Gott sei Dank. Und jetzt finde ich eine SKS und knall den ab, hoffentlich. Ich mach das. Ich weiß, und dafür hasse ich dich. Aber egal, ich würde es ja auch so machen. Jawohl, einer der Spieler aus dem Clan ist gerade rausgeflogen. Ein Medikit, geil. Hammer, hau ihm das über den Schädel. Boah, aber ich habe keinen Bock, das mitzunehmen. Das nimmt zu viel Platz weg für den Anfang. Mann, ich habe extrem Hunger. Naja, aber der soll nicht vor mir in die Feuerwehrwache gehen. Wenn doch, boah, findest du da halt... noch eine Axt gehabt, hätte ich den mit der Axt versucht zu killen, ne? Hauptsache, ich frag den so voll Schleimer nach Essen. Und schaffst es dann auch noch. Ich dachte echt, der killt mich jetzt. Ohne Scheiß. Naja, warte, er wartet nur ab, bis du die geile Sache findest, dann killt er dich. Ich renne jetzt jedenfalls zur Feuerwehrwache. Wenn ich da irgendwas finde, knall ich den ab. Junge, wir sind zu asozial. Vor allem Moment du. Moment mal. Was? Bye. Alter, Gott sei Dank war der nett. Ich weiß gar nicht, wo ich bin gerade, wenn ich ehrlich bin. Ah. Hier bin ich. Komm, lass mich eine SKS finden, bitte. Wie kann man eigentlich diese Fettflaschen wieder auffüllen? Na? Keine Ahnung. Am Brunnen. Ja, aber wie? In die einfach in die Hand nehmen vielleicht? Kann gut sein, ja. Weil ich habe zwei davon, dann könnte ich dir auch eine davon geben, dann könnten wir die ja beide immer auffüllen, wenn wir in der neuen Stadt sind. Ja. Ey, das Krankenhaus ist so ziemlich leer. Oder was das ist. Müsste das Krankenhaus sein, normalerweise. Regencape. Leck mich. Alter, ich glaube, ich würde den Typ nicht abknallen. Der tut mir zu leid dafür. Ist mich enttäuscht. Okay, vielleicht würde ich ihn doch abknallen. Ja, aber so ist halt der Sieg. Erst mir eine schöne Dose Spaghetti geben lassen und ihn dann da abknallen. So haben wir es gerne. Ich wäre richtig arschig von dir. Ich bin stolz auf dich. Ich glaube, ich nähere mich der Position, wo ich den einen Typen weggesnipert habe. Mit meiner Glanzleistung. Leck mich, ganz ehrlich. Weißt du, was endgeil wäre? Weißt du, was endgeil wäre? Ja, was? Wenn ich jetzt einen Typen sehen würde und den an der exakt gleichen Stelle auch abkneifen würde. Ach, Junge. Und dann hätte der so auch eine SKS dabei. Bist du viel am Träumen. Ich weiß, aber das wäre doch endgeil. Und so genau an der gleichen Stelle. Boom. Ein Schuss, ein Treffer. Boah, hoffentlich finde ich hier noch eine Knarre in Elektro. Ich habe keine Lust, durch bis nach Cerno zu rennen. Hauptsache so endgeil, wir kleinen auch die ab, die auch sagen, I'm friendly, I have nothing und so weiter. Und du findest dich dann echt scheiße, wenn. Du findest dann echt scheiße, wenn du abgeknallt wirst, wenn du sagst, I'm friendly, I have nothing. Ja sicher finde ich das scheiße.
Ich weiß. Aber die finden das ja auch scheiße. Ja, ja, das findet jeder scheiße. Ich könnte mal einen scheiß Dosenöffner gebrauchen. Der hat mir schon mal Spaghetti gegeben, aber... Ging mir alles nichts ohne Dosenöffner. Ey, Moment. Ich kann die ja mit der Axt öffnen, fällt mir gerade ein. Ja, klar. Nur dann verlierst du viel. Es geht. Also, ich habe einen Dosenöffner. Ich höre Leute schießen. Ja? Mhm. Weiß jemand eine Schießerei am haben? Geh oben in irgendeinen Turm und sieh dir das an. Finde ich endgültig nicht gut. Sehen. Das wird einer sein, der alle abknallt. Der ist sicherlich nicht friendly. Egal, stell dich oben in die Feuerwehr. Ich will nicht wieder sterben, ehrlich jetzt. Stell dich oben in die Feuerwehrwache rein, wenn er hochkommt. Ja, Junge, ich bin aber nicht in der Feuerwehrwache. Dann geh in die Feuerwehrwache. Vielleicht kann du kannst der du da immer eine noch. Treppe. Du kannst dann da eine Alter, Treppe. Sei still, ich muss hören, wo der schießt. Ja, ist ja gut. Ich glaube, das da vor mir ist Cherno, im Übrigen. Alter, beeil dich, ja. Ich habe keine Lust mehr, hier alleine durch die Gegend zu laufen. Wo bist du? In Elektro, ne? Ja, ich bin in der Schule oder was das. Ne, Krankenhaus ist das ja. Ich tu dann auch gleich so auf Heule, Kind, wenn er mich sieht. Nein, please don't shoot me. Boom. Boom. Fucking ja, das ist Cherno. Ich seh diese Fabrik. Oder das ist irgendwas anderes. Das hört sich an. Kennst du das, wenn manchmal so ein Soundtor zugeht oder so dieses tick 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 tick? Ja. Nur dass das jetzt gerade 10 Mal hintereinander war. Boah, ich wünsche mir für die M4 ein richtig fettes Visier. Dann würde ich so abgehen. Boah, Junge, ich dachte gerade, dein Husten wäre ein Schuss. Hör auf mit dem Husten immer, ey. Ah, Junge, jetzt habe ich es nicht mehr gedacht. Ey. Ich schwör, Alter, du bringst so einen Witz manchmal so richtig unnötig. Tja. Tja. Geh doch kacken. Leck mich. Tja. Und hier liegt Spaghetti. Ey, das ist Bohnen. Spaghetti, Junge. Spaghetti. Komm, gib der Diener M4. Sag Lecky. Immer noch hungry. Boah, ich hoffe nicht, dass der Typ jetzt nach Cherno rennt und mir dann vor die Füße läuft. Hoffentlich, hoffe ich auch. Dann kannst dann du den ab. Und das da ist ein Zombie. Junge, jetzt ess doch die Scheiße. Bist du bekloppt? Ja, das ist ein Zombie. So, jetzt ja, schnell Straßenseite wechseln. Warst du das gerade, der was gesagt hat? Weiß ich gar nicht, glaub nicht. Wenn würdest du es gar nicht hören, du Idiot. Warum? Junge, weil du vielleicht ganz woanders bist, dann hörst du das nicht. Nein, ich meine, ob du was über Skype gesagt hast. Ja, glaub schon, ich rede doch die ganze Zeit. Gut, das hat sich gerade so angehört, als ob da irgendein Spieler neben mir die Sprechtaste benutzt. Jawohl, ich bin auf der Straße, wo ich dich aus Versehen angeschossen habe. Ich laufe jetzt gerade in den Elektro rein. Ich laufe Richtung Feuerwehrwache, ich stehe gerade davor. Jo, okay, du kannst ja etwas weiter aus der Elektro rauslaufen, dann können wir uns da treffen. Warte, ich habe Angst. Ich laufe dann jetzt nämlich durch Cherno durch, weiter nach Elektro. Und du kannst dann ja so auf halbem Wege dann entgegenkommen. Okay, in der Feuerwehrwache war definitiv einer. Hier liegt nämlich... Boah, Alter, meine Mutter ist im Hintergrund am Lachen, die Bekloppte. Ich hab nichts gehört. Möglicherweise ist... Was liegt denn hier, ein Hammer? Hier war auf jeden Fall einer drin in der Feuerwehrwache. Irgendwie komisch, dass man den Hammer nicht benutzen kann. Vielleicht wird das noch gefixt. Zwei Feuerlöscher. Ja, aber es gibt ja immerhin immer noch Items, komm, und jetzt die überhaupt keinen Sinn machen. Hier. Ist Munition? Ja, Revolvermunition. Oh, hier bin ich richtig ungeschützt. Okay, aber ich würde auch mal sagen, die Folge ist jetzt zu Ende, meine lieben Freunde. Das heißt, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.